Das war meine Ansage gegen dich, Juri. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. Und jeder von uns muss bereit dafür sein, wenn wir hier auf dieser Welt leben, so. Das war meine Ansage gegen dich, Juri. Wo bist du? Wo bist du? Das war nur ein kleiner Teaser für das anstehende B-Roll-Battle, was bald stattfindet. Und by the way, ich habe mal einen Lambo-Sound über das Starten von meinem Motor des Minis gelegt und ja, quasi verkauft, als wäre das meine neue Abgasanlage und wurde mir auch abgekauft und das klingt so. Ja, Mann. Und in diesem Video gibt es einiges zu erzählen. Wir fangen an mit dem Waldbild. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das Bild entstand an meinem Wettkampf. Ja, habe ich hier mal ausdrucken lassen. Und wenn ich mir das Bild so ansehe, dann will ich unbedingt zurück in diese Form. Aber das Spiel läuft immer so. Aufbauen, aufbauen, aufbauen. Harte Wettkampfdiät. Kurz Moment innehalten. Sowas speichern. Und dann geht es wieder in den Aufbau. Und bei dem schönen Wetter stelle ich mich mal raus und ich weiß, viel zu viel geht in letzter Zeit ab. Ihr hört da was über den Coronavirus und da, ich möchte mich auch gar nicht so viel damit beschäftigen, aber eine richtig dumme Aussage hier mal einblenden und meinen Senf dazugeben. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten, so. Geht nicht. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. Und jeder von uns muss bereit dafür sein, wenn wir hier auf dieser Welt leben, so. Wir lassen uns nicht einschränken. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause einsperren wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Klar, es ist bewiesen, dass der Virus nicht tödlich ist. Für junge Menschen, für Menschen, die ein starkes Immunsystem haben. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Menschen da draußen? Die Älteren, die in diese Risikogruppe fallen oder die, die schon eine Vorerkrankung haben? Wenn jeder von uns so dumm egoistisch denken würde, ja, dann fällt es dir eigentlich leicht, warum vielleicht jetzt bald noch die Ausgangssperre kommt. Und dazu gibt es noch die Menschen, die nur weil sie nicht arbeiten müssen, rausgehen, Corona-Partys feiern und ja, sich dem Ganzen noch mal mehr aussetzen. Und wie gesagt, unterm Strich geht es nur darum, die Risikogruppen zu schützen und den hohen Anstieg der Krankheit ein bisschen zu dämpfen, ein bisschen was in die Breite zu ziehen, damit das Gesundheitssystem im Ganzen nachkommen kann. Also in so einer schweren Zeit müssen wir zusammenhalten. Klar, es ist jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, weil ich nicht ins Gym kann. Ich werde vielleicht ein bisschen Muskeln verlieren. Aber darüber mache ich mir gar keine Sorgen. Alternativen finden, Möglichkeiten sehen. Ich werde vielleicht hier im Garten irgendwas aufbauen, was Kleines. Viel, viel wichtiger ist es natürlich, Menschenleben zu schützen. Also müssen wir alle gemeinsam einen Schritt zurückgehen. Vielleicht mal rausgehen, wenn ihr Großeltern habt. Einkaufen zu gehen, wenn ich sehe, dass jetzt ja alte Menschen noch einkaufen gehen, puh, das ja, das ist halt ein unschönes Gefühl. Also wenn ihr in eurem näheren Bekanntenkreis Großeltern habt oder Nachbarn habt, die älter sind, vielleicht mal Hilfe anbieten, für die einkaufen zu gehen und ja, wir werden auf jeden Fall das Ganze überleben und überstehen und in der Zeit bitte nicht in Panik verfallen. Und so unnötige, sinnlose Aussagen wie eine Verschwörungstheorie, dass unsere Freiheit beraubt wird, einfach unter den Tisch kehren und sowas überhaupt nicht teilen. Es gibt schon ein paar verrückte Menschen auf dieser Welt, die Meinung akzeptieren, aber die Meinung muss man nicht teilen. Okay? Das war mein kurzer Senf dazu. Ein paar Tage später und was kann man jetzt machen, wenn man nicht mehr so gut rausgehen kann und Menschen meiden sollte? Mom? Ja, zum Glück habe ich einen Garten, kann mir hier so ein bisschen die Zeit vertreiben. Gar keinen Bock, mich irgendwie fertig zu machen. Das Wetter spielt zum Glück auch noch mit, deswegen machen wir hier an der Seite alles raus, komplett neu.
Das wird jetzt langsam hier so ein Gärtner-TV, Gärtner-Kanal. Also stellt euch darauf ein. Hier ein paar Tulpen, Blätter, Blumen. Das wird auch noch alles neu gemacht. Und naja, ich bin sowieso verletzt, das habe ich auch gar nicht erwähnt. Und zwar habe ich mir beim Holzhacken, für die Leute, die mich ein bisschen näher kennen, ich bin nicht der beste Handwerker, und habe mir dann einfach Staub meine Sehne entzündet oder einen kleinen Muskelfaserriss. Ich war bereits beim Orthopäden. Ja, ich denke mal, das wird erst nächste Woche besser werden. Dann werde auch ich euch ein bisschen zeigen, wie ich mich fit halte in der Zeit, wo wir sehr wenig Equipment haben. Fitness-Content gibt es dann im nächsten Video, wenn ich wieder ready bin. Ich überlege auch vielleicht auf Instagram mit euch gemeinsam einen Live-Workout zu machen. Und ja, dann beende ich das Video an dieser Stelle. Bleibt fit, Leute. Geht nicht raus. Und wenn, dann, ich glaube, Stadt Kerpen hat jetzt, also bis heute, das Ganze auf 3 Personen reduziert. Habe ja schon am Anfang des Videos darüber gesprochen, wie wir uns solidarisch verhalten sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche Sonntag zum neuen Video wieder hier. Bis dann, ciao.